So Leute, damit willkommen zurück zu Let's Play FIFA 19. Ja, beim letzten Mal haben wir ein ziemlich spannendes 0-0 gehabt gegen Eintracht Frankfurt. Haben somit leider die Tabellenführung verspielt. Aber das soll jetzt alles anders werden. Wir gucken mal eben auf den Kalender und sehen, jetzt geht's gegen Stuttgart und dann haben wir Länderspielpause, die ich ja schon wie bereits erwähnt offscreen mache. Ja, ich hoffe natürlich, dass ich dieses Spiel gewinne. In der Realität ging das Spiel 3-1 für Hannover 96 aus. Mal sehen, ob ich auch einen Sieg schaffe. Wie immer werde ich jetzt erstmal die Aufstellung fertig machen und nebenbei läuft natürlich die Hymne von Hannover 96. Viel Spaß mit der Hymne Alte Liebe. Grüßt euch. Grüßt euch. Niemals allein, wir halten an. Zusammen sind wir groß und stark wie ein Band. Wir danken dir, du hast uns viel gegeben. Du bist der Mittelpunkt in unserem Leben. 96, halt die Liebe. Oder schneit. Nicht nur an guten Tagen, wenn die Sonne scheint, 96, alte Liebe. Rot ist wie das Weiß, genau, blau, blau. Lass die anderen alle reden, von Bayern oder Bremen. Manchmal geht es nicht so, wie man will. Aber unsere Liebe steht, deswegen noch nicht still. Tränen können fließen, mit der größte Not. Rudern wir gemeinsam im roten Fußballboot. 96, alte Liebe. Besser als gelb-blau. Blau, gelb. Lass die anderen alle reden. Von Bayern oder Bremen. Wir sind immer bei dir. 96 HSV. Immer bei dir. 96 HSV. Willkommen in der ADI Arena. Herzlich willkommen, ich bin Wolf Fuß und neben mir hat wie immer Frank Buschmann Platz genommen. Buschi. Hallo auch von meiner Seite. Heute stehen eigentlich alle Zeichen auf Spitzenfußball. Die heutige Partie Hannover 96 gegen den VfB Stuttgart.
Was sagst du zur heutigen Heimelf, Buschi? Wenn wir die bisherige Saison Revue passieren lassen, dann sind sie eine der größten Überraschungen, wenn nicht die größte. Ein bärenstarkes Team. Champions League dürfte machbar sein. Ja, das ist ja auch eines meiner Ziele. Einen internationalen Platz zu erreichen. Und so gehen es die Hannoveraner an. Ja, schauen wir erstmal wieder taktische Ausrichtung heute. Sie spielen im 4-3-3 mit falscher 9, spricht einiges dafür, dass sie es hier wirklich spielerisch versuchen wollen. Da sehen wir die heutige Aufstellung der Stuttgarter. Gucken wir auf die Formation. Ist ein 4-4-2 heute bei Ihnen. Ist eine eher klassische Anordnung, glaube ich, kann man so sagen. Zwei Viererketten, dann die beiden vorne drin. Und dann gucken wir einfach mal, wie sie das dann wirklich auf dem Feld umsetzen. Hannover 96 dürfte mehr wollen nach dem kürzlichen Remis, als Eintracht Frankfurt der Gegner war. Und zumindest was die Tore betrifft, war das eine ziemlich magere Angelegenheit. 0-0 dürfte heute mehr geben, aber ein enges Spiel wird sicher. Na dann, auf geht's. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Wird's jetzt gefährlich. Und die Flanke. Wir können nichts aus der Flanke machen. Und da ist der Ball wieder weg. Einwurf jetzt. Didavi. Prim. Spielt den Ball direkt zurück. Jetzt könnte die Flanke reinschlagen. Schön gelöst, den Angriff im Keim erstickt. Die Chance! Oh, das gibt Ecke. Da kommt die Ecke. So. Jetzt die Flanke. Da kommt die Flanke. Ball ist weg, aber geht da noch was? Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Und nun Castro. Da zieht er ab. Und den Ball hält er problemlos. Bebu. Da kommt der Pass. Gut in den Lauf gespielt. Füllkrug. Da kommt der Schuss. Oh, schade. Da machen sie nichts aus dieser Chance. Der Trainer ärgert sich, der Trainer ist sauer. Da muss mehr kommen. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Schöne Flanke. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Da ist jetzt Platz. Freistoß, mehr nicht, keine große Sache. Ah, die werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Sorg. Bebu. Und jetzt ist der Ball geklärt. Donis. Klasse Aktion, Ball ist weg.
Und jetzt gibt's eine Ecke. Ja klar, solche Fouls sieht er nicht gerne. Das ist natürlich auch nicht ungefährlich. Ja, ja. Ecke. Jetzt die Ecke. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Weiter mit dem Vorteil. Mal sehen, ob sie den nutzen können. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Füllkrug. Bebu. Albornoz. Da geht er dazwischen. Das hat er und jetzt ist Bebu, der Ball erstmal raus. Bebu. Ja, das sieht gut aus. Bebu. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Albornoz. Pep. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Das macht er gut. Guter Steilpass. Gute Aktion, gut geklärt. So. Da passt er auf. Augo. Er nimmt ihm den Ball ab. Sie haben Platz. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn das Sonnenlicht wenn er reingeht, dann ist es eher frustrierend. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Klasse Pass. Da kommt die Hereingabe. Aber da steht kein Mitspieler für diese Hereingabe. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Castro. Jetzt kann er die Flanke bringen. Gute Aktion. Bebu. Vielleicht die Führung jetzt. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Ja, ich sag dazu nichts. Oh ja, Eckball. Die Ecke kommt rein. Die Chance zur Führung. Oh, fast das 1-0. Kein Tor. Da blocken sie das den Ball vor. Alter, alle stellen sich da ins Tor, ey. Gute Gelegenheit jetzt hier mit dieser Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Spielt er den Ball in den Strafraum? Kein Problem hier, Verteidiger hat aufgepasst. Ball draußen wird Einwurf geben. Pavard. So natürlich, kein Problem. Er holt sich den Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Albornoz. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Da haben sie jetzt Platz. Didavi.
den Ball kann er klären. Bebu. Im Moment stehen sie geballt hinten drin. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Den Ball kann er abfangen. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Bebu. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Sie bieten sich an. Hereingabe kommt lang. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Aogo. Jetzt haben sie den Ball verloren. Schönes Zuspiel. Da wäre jetzt Platz. Und da ist das 1-0. So, da ist die Führung. Absolut verdient, oder? Ja, es waren so gut. Setzen ihr Konzept straight um. Die Tore haben bisher gefehlt, aber es hat er jetzt. Es geht doch. Stimmt, aber wir haben ja schon alles erlebt, dass Spieler sind aus solcher Distanz das Tor noch verfehlt haben. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Gentner. Ja, mal gucken. Gonzalo Castro. Und jetzt der Schuss. Souverän gemacht vom Torwart. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Füllkrug. Und die Situation geklärt. Bebu. Da kann er ihn stoppen. Oh, Abstoß. Ich dachte, es gibt eine Ecke. Hier das Führungstor noch einmal in der Verlangsamung. Aogo. Sehr guter Einsatz. Trip. Sorg. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Das könnte gefährlich werden. Und Ecke. Hoppala, das war riskant, aber es ist gut gegangen. Oh, das nächste steht und Spiel gegen Leverkusen an. Die nächste Bundesliga-Partie an für Hannover 96. Dann geht es auswärts gegen Bayer Leverkusen. Natürlich kommentieren wir auch diese Partie sehr gerne. Aogo. Gonzalo Castro jetzt. Didavi. Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich. Und Stuttgart muss da gegen Dortmund. Die Einblendung und wir wissen, wie der nächste Gegner der Stuttgarter heißt. Ja, es geht gegen Borussia Dortmund im nächsten Spiel in der Bundesliga. Davi. Halbzeit. Knappe Pausenführung. Es steht 1-0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Sie führen zur Pause und die Führung kommt nicht von ungefähr. Echt, das haben sie wirklich toll gemacht. Aus einer großen Ballsicherheit heraus haben sie hier doch einige Chancen gehabt, sich erspielt und die am Ende dann eben auch genutzt. Ja, das lief doch schon mal ganz gut. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. So. Ja, Halbzeit auch bei Mainz-Hertha. Dort steht es 1-1. Dortmund liegt 0-1 hinten gegen Augsburg. Düsseldorf führt 1-0 gegen Schalke und Bayern und Gladbach haben noch nicht gespielt. Yeah. Alles klar, ich werde noch nicht auswechseln. Es geht erstmal so weiter. In der ersten Halbzeit haben beide Teams ordentlich Gas gegeben. Ich bin gespannt, ob sie das durchhalten. Also von mir aus darf es genauso offensiv weitergehen.
Insua. Da kommt der Pass. Gomez. Da geht er gut dazwischen. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Gentner. Und da ist der Ball wieder weg. Klasse Zuspiel. Der Ball muss in den 16er. Guter Pass. Gehalten, aber der ärgerlich. Es gibt Abseits. Das war eine gute Möglichkeit. Schade. Ja, ist tatsächlich Abseits. Donis. Ganz einfach an den Ball gekommen. Schussversuch. Albornoz. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Hereingabe jetzt. Ball ist weg, kommen Sie vielleicht noch mal ran. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Sie kommen jetzt über außen. Und das war ein das Foul. Sah nach einer Verwarnung aus, keine Verschuss. Gute Aktion. Und gelbe Karte. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Ah, die werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Gut so. Der Schiedsrichter korrigiert nochmal den Abstand zur Mauer, ohne dass es Gelb gibt. Das sollten sie sein lassen. Der Ball kommt. Jetzt der Schuss. Er wirft sich in den Schuss. Das war wichtig. Wäre der nicht abgeblockt gewesen, wäre er tatsächlich drin gewesen. Jetzt könnte er die Flanke reinschlagen. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Abseits. Der Assistent entscheidet richtig. Das sehen wir auch in der Wiederholung. Wenn Sie nochmal ins Spiel kommen wollen, müssen Sie jetzt reagieren. Und das macht der Trainer auch. Er nimmt den Wechsel vor. Albornoz. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Gonzalo Castro jetzt. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Das macht er gut. Da schießt er. Und da ist das 2-0. Die haben diese Partie jetzt doch. Der muss da aber auch rein. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich. Das hätte mich jetzt gewundert, wenn er nicht drin gewesen wäre. Da ist er einfach gedankenschneller als dieser Seite. Ja, in der Tat. Viel zu schnell. Und den Abschluss auch noch. Okay, dieses Tor können wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung. Genau so hat er sich das erhofft. Jetzt steht es 2-0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. Mario Gomez. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Der Steilpass war eine gute Idee, aber hier war er nicht genau genug. Ja, guter Pass. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Gomez. Schöne Aktion. Gute Aktion. Und es gibt Elfmeter. Das ist Elfmeter.
und glatt rot. Ganz klare Entscheidung, er war letzter Mann. Und so bitter das ist, da konnte es nichts anderes als die rote Karte geben. Ziemlich hartes Einsteigen da und das gefällt natürlich keinem Trainer. Wir sehen es ja hier, da gibt es durchaus Gesprächsbedarf. Jetzt kommt ein weiterer Abwehrspieler ran. Und jetzt gibt es Wechsel auf beiden Seiten. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Da gewinnt er den Zweikampf. Bebu. Gentner. Und das ist der Ballverlust. Schönes Zuspiel. Da ist die Hereingabe. Ecke. Standards können. Da war man gerade ziemlich unsicher. Mal sehen, wie die Ecke wird. Den hätte Zieler nämlich in die Hand nehmen müssen. Kann man wohl davon ausgehen, dass die Fans grundsätzlich zufrieden sind mit ihrer Mannschaft. Da bin ich ganz bei dir, Wolf. Die Leistung der Mannschaft passt. Da ist die Flanke. Und da haben wir das Tor. Traumtor. Seit seinem Treffer schrottet er nur so vor Selbstvertrauen und jetzt hat er den Doppelpack. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Badstuber. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Und nun ein Schuss. Und den hält der Fest gut gemacht. Albornoz. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Ecke. Legt die Wechsel aus. Hin. Gleich kommt die Ecke rein. So, Ecke kommt. So, Situation bereinigt. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Da ist die Flanke. Kein Abseits. Gutes Timing, deshalb ist er ins Abseits gelaufen. Der Wechsel also jetzt beim VfB Stuttgart. Ja, schauen wir mal, ob das jetzt auch den erhofften Erfolg haben wird. Ja, mal gucken. Und es gibt Abstoß. Gentner. Jetzt müssen Sie aufpassen. Sauber vom Ball getrennt hier. Didavi.
Klasse Zuspiel. Ja. Ich kann jetzt sagen, kommt. Gefahr erstmal bereinigt nach gibt's dieser Eingabe. Und wie wir machen Tor aus wie der Eckball. Wir machen jetzt die letzte. Er macht heute ein richtig gutes Spiel. Er kann hier machen, was er will. Eine richtig starke Partie da vorne drin. Und er hat ja schon einige Tore erzielt. Ecke kommt rein. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Und jetzt ein Schuss. Neun Minuten sind hier noch zu spielen. So, 4-0 heißt es hier aktuell, klare Sache. Und wir schauen schon mal auf die kommende Partie. Der kommende Gegner der Hannoveraner, er heißt Bayer 04 Leverkusen. Heute haben sie richtig gut gespielt. Das Castro! Also ich muss sagen, Esser gefällt mir so gut im Tor, dass ich mir überlege, wer soll diesen Pass ihn kriegen? Beim nächsten Länderspiel mit in die Nationalmannschaft zu nehmen. Als Probe. Jan Maat. Die Davi. Ball geht über die Latte. Schöne Aktion vom Keeper. Jetzt Eckball. Jetzt kommt die Ecke. Ui, das war eine gute Möglichkeit, aber der Keeper hält den Ball. So. Gut aufgepasst vom Verteidiger. So, natürlich kein Problem, er holt sich den Ball. Und geklärt hier vom Torhüter. Da kann er sich den Ball holen. Mario Gomez. Pavard. Schöner Pass. Franke kommt weit. Weiter gefährlich. So, da wird es angezeigt. Noch. 4 Minuten zusätzlich sehen wir noch. Das macht er gut. Zieler. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Tolles Zuspiel. Aus dem Angriff haben sie nichts gemacht. Ja, die Fans protestieren auf 11 Meter. Aber es war kein Foul. Und dann gebe ich den Schiedsrichter recht. Das hört man deutlich. So, das ist der Schlusspfiff. Das Spiel ist aus. Ein weiterer Sieg. Tja, das war heute doch eine ziemlich einseitige Angelegenheit. Ja, und vor allem, was sie bis zum Schluss konzentriert weiter nach vorne gespielt haben, das muss man ja auch erstmal so umsetzen. Deutlicher Sieg heute in dieser Partie. Sie haben heute wieder mal gezeigt, stark sind vor allem in der Offensive. Ja, also das Ergebnis habe ich jetzt nicht erwartet, aber das war schon mal ganz gut. So, gucken wir uns noch mal ein paar Momente an. Und zwar erstmal das 1-0 von Niklas Füllkrug. So, da ist die Führung absolut verdient, oder? Ja, ich fand es gut, dass der Konzept straight um die Tore hat bisher gefehlt, aber hat er jetzt funktioniert. Aber an sich hätte Zieler da zwischenspringen können und den Ball aufhalten können, bevor er Füllkrug erreicht. Na, dann hier, was sehen. Schön durchgekämpft und macht ganz locker das 2-0. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen.
nochmal Füllkrug mit den Elfmeter. Und dann nochmal Vasé mit dem vierten Tor. Flanke, Kopfball und drinne. Alles klar, dann wollen wir mal auf die Tabelle gucken. Gegen Enke, fantastisch die Leistung des 96.